Meine Gäste heute, Confluencia Daniela, Prinz Erik vom Närrischen Eck und Matthias von der Bank, Leiter des Hauses, kann man sagen, im weitesten Sinne heute, des Mittelrhein-Museums. Er war, und das ist das Interessante an der heutigen Runde, irgendwann mal in Köln im Karnevalsmuseum. Und da habe ich mir gedacht, das passt natürlich zu unseren Tollitäten. Jemand, der jetzt nicht so ganz aktuell, da werden wir noch drauf kommen, aber doch grundsätzlich mit Karneval zu tun hat. Ihr habt euer halbes Gefolge mitgebracht. Das ist jetzt fürchterlich untertrieben. Es sind, glaube ich, 15 Gäste, die wir noch haben. Heute insgesamt hat das Gefolge, habe ich gelesen, fast 100 Personen. Die hätten auch hier Platz gehabt, aber vielleicht sind die auch froh, wenn die mal einen freien Abend haben. Darauf werden wir noch kommen. Ein Kaffee mit erstmal herzlich willkommen. Und die erste Frage, Kaffee ist für euch sicherlich in der Saison ganz wichtig. Ganz wichtiges Thema, weil dadurch, dass wir natürlich abends spät unterwegs sind und morgens dann auch wieder früh raus müssen. Confluencia muss natürlich zum Friseur. Das dauert dann schon ein paar Stunden, also bin ich auch früh auf den Beinen. Da ist man dankbar, wenn man einen Kaffee bekommt. Das gilt für den Prinzen sicherlich ähnlich. Alleine bei der Vorbereitung beruhigt es natürlich auch die Nerven, wenn man dabei in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken kann. Und jeder Tag startet eigentlich grundsätzlich mit Kaffee, ansonsten ist es eigentlich kein schöner Tag. Also Kaffee muss auf jeden Fall dabei sein, egal in welcher Form, Cappuccino, Latte Macchiato oder sowas in der Richtung. Aber das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um einen schönen Prinzentag zu starten. Dann starten wir auch jetzt mit unserem Kaffee und Cappuccino. Ich könnte mir denken, bei Ihnen im Museum gibt es auch irgendwo eine Kaffeemaschine. Ja, wir haben also sehr viele Besprechungen da und wir sind mittags und am Nachmittag mal sehr froh, wenn wir auch mal zusammen dann dabei eine Tasse Kaffee trinken können. Also das hilft dann doch über vieles da. Confluencia, warum bist du nicht Prinzessin? Es wäre doch naheliegend zu sagen, Prinz und Prinzessin. Es ist auch jetzt vielleicht unhöflich, dass ich nicht mit dem Prinz als erstes anfange, aber ich denke, Damen haben Vorrang. Warum Confluencia und nicht Prinzessin von Koblenz? Genau, also Confluencia ist eine Karnevalsprinzessin. Das Besondere ist aber natürlich Koblenz, weil es aus dem Latein kommt und das Zusammenspiel Rhein und Mosel. Und daher gibt es hier die Confluencia und nicht eine reine Karnevalsprinzessin. Kann es sein, dass es auch eine gewisse Eigenständigkeit dokumentieren soll? Also du hast ja zum Beispiel auch einen eigenen Wagen am Rosenmontagszug. Richtig, also es ist schon eine gewisse Eigenständigkeit. Ganz früher gab es in Koblenz ja auch zuerst nur einen Karnevalsprinzen. Das heißt, erst in den 70er Jahren ist die Confluencia hinzugekommen. Und seitdem bestreiten beide zusammen als Tollitätenpaar ja wirklich den Karneval. Und natürlich geht auch eine Confluencia mit der Zeit und wird eigenständig und modern und hat auch ihren eigenen Wagen. Prima. In Köln gibt es das Dreigestirn. Hatten Sie damit auch Kontakt damals in der Zeit? Ja, natürlich, sehr oft, weil das Karnevalsmuseum im Haus des Festkomitees ist. Mhm. Und das heißt, da gingen die natürlich ein und aus. Da hat man viele auch während meiner Zeit dort im Museum kennengelernt, persönlich, gesehen den Weg hin zum Dreigestirn, wie sie durch die Session gekommen sind und dann auch in der Nachbereitung. Das heißt ja nicht, dass man danach nie mehr dazu mit Karneval im Festkomitee zu tun hat. Also es war immer da ein Austausch und man hat dann auch vieles so aus den Hintergründen vom Dreigestirn erfahren über einen Karneval, wo man sonst möglicherweise gar keinen Einblick hat. Das war also sehr faszinierend und interessant. Sie haben das Museum aufgebaut damals, habe ich gelesen, und zwar unter wissenschaftlichem Gesichtspunkt. Da habe ich dann gestutzt, weil ausgerechnet bei den Kölnern jetzt wissenschaftlich et küt wie et küt, dass nun die Kölner gerade bei ihrem Museum dann einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, ist ja interessant. Ja, das Museum wurde ja sozusagen zwar auf dem Gelände des Festkomitees gebaut, aber es wurde natürlich auch mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Rheinland gebaut. Und es musste da Fördergelder beantragt werden, das heißt, es musste ein wissenschaftliches Konzept, das dann auch gefördert wurde, umgesetzt werden und es mussten Sponsoren gewonnen werden. Und dafür haben wir zusammen mit Architekten ein virtuelles Modell in 3D entwickelt, das wir vorgestellt haben. Und deswegen braucht man einen wissenschaftlichen Leiter, der sozusagen den Inhalt des Museums in der entsprechenden Weise dort präsentiert hat. Ja, jetzt Frage an den Prinzen. Wie kamst du dazu, Prinz zu werden? Wie muss man sich das vorstellen? Ich könnte mir
denken, dass es der Wunsch ist von ganz vielen Koblenzern, dass die aber andererseits vielleicht auch nicht so richtig Schlange stehen danach und dass man ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, dass es irgendjemanden gibt, der darüber entscheidet, wer es wird. Wie war das bei dir? Ja, es ist ja in Koblenz so, Koblenz hat ja 44 Karnevalsvereine, die unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval gebündelt sind. Und man darf sich als Verein bewerben bei der AKK, um einen Prinzen, eine Konfidenz zu stellen. Man muss dabei eine richtige Bewerbung machen, das heißt Bewerbung in der Form, ob man es finanziell machen kann, personell machen kann und wie man das auch alles machen möchte, ob man eventuell ein Jubiläum hat etc. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass ein Verein erst einen Zuschlag bekommt. Und wenn dieser Verein einen Zuschlag bekommt, dürfen die einen Prinzen auserkoren. Es ist natürlich ein Traum sehr vieler Koblenzer, einmal Prinz oder Konfluenzier zu werden. Für mich war es auch ein Lebenstraum gewesen, auf jeden Fall. Ich hatte vor 2 Jahren meine erste Bühnenerfahrung als Hofnarr gemacht bei einem anderen Verein, begleitend beim Prinzen. Und da war wirklich der letzte Funke bei mir aufgegangen, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich gerne machen. Und als ich dann gefragt worden bin von dem Verein Narrenzunft Gelbrot, Erik, möchtest du den Prinzen machen, habe ich ohne lange zu überlegen ja gesagt. Und ich war direkt von Anfang an mit Feuer und Flamme dabei. Und als ich dann auch so erfahren habe, wer meine Konfluenz her wird, da war also überhaupt gar kein Zweifel mehr, allein mit dieser Mannschaft das jetzt durchzuführen. Und wir haben so viel Spaß an der Freude und wir wollen eigentlich auch in dieser Karnevalssession unsere Freude überall hinbringen, gerade in dieser tristen Jahreszeit, und den Leuten, die vielleicht nicht so viel Spaß am Leben haben, ein paar schöne Momente rüberbringen. Ihr seid beide von Gelb-Rot. Ja. Und kennt euch dementsprechend natürlich auch schon lange. Ich habe aber gelesen, die Karnevalsgesellschaft Gelb-Rot, die ja nun sehr traditionsbewusst in Koblenz ist, die es schon sehr, sehr lange gibt, stellt zum 7. Mal den Prinzen und zum 4. Mal die Konfluenz hier. Wie kann das passieren? Sind die nicht immer vom gleichen Verein? Nein, das Problem ist folgendermaßen. Wir haben es eben, glaube ich, schon mal erwähnt. Die Konfluenz gibt es erst seit den 70er Jahren. So. Ich bin in Koblenz jetzt der 78. Prinz. Und wenn man sich überlegt, das erste Teil oder die erste Hälfte vom letzten Jahrhundert waren die Prinzen noch allein unterwegs. Und man hat erst in den 70er Jahren, auch durch die Emanzipation und damit die Herren nicht so allein auf der Bühne stehen, eine Dame zur Bekleidung mitgegeben. Und diese Dame hat immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und heutzutage kann sich ein Prinz ohne Konfluenz ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil sie bringt nun mal richtig Glanz auf die Bühne. Ja. Und ich denke mal, die Männerwelt, die wollen ja auch bezaubert werden, weil ich bin laut AKK mehr für die Damenwelt zuständig. Der Name ist selbst gewählt. Also du nennst dich Prinz Erik vom närrischen Eck. Ja. Das war deine Idee. Das war meine Idee. Wir haben ja das Motto Burgenschlösser Mittelrhein. Und das deutsche Eck ist ja ein Anfang bzw. Endpunkt von dem UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrhein. Und da hat es natürlich sehr gut dazu gepasst. Es ist kurz und bündig, man kann sich's gut merken und hört sich gut an. Von der närrischen Kartause, wo du herkommst, wären halt ein paar Silben mehr, das würde nicht so schön. Trotzdem die Frage, was ist an diesem Eck närrisch? Das Eck ist einmal närrisch, weil der Rhein und Mosel zusammenfließen. Wenn man bedenkt, wir kommen ja von der Moselfränkischen, früher von der Moselfränkischen Zeit, bevor die Preußen nach Koblenz gekommen sind. Und Rheinland war ja eigentlich typisch preußisch immer gewesen. Und das passt ja alles sehr gut zusammen. Und das deutsche Eck spiegelt ja als ein Wahrzeichen von Koblenz auch unsere Narratei wieder. Herr von der Bank, Stichwort närrisch. Koblenzer närrisch. Sie haben jetzt den Vergleich mit Köln, Koblenz. Kann man das bestätigen? Aber ja, also man muss sagen dazu, ich komme ja, also ich bin Bonner eigentlich. Ja. Also Köln, Bonn und Koblenz, das sind also der rheinische Karneval, aber es sind eben auf einer gemeinsamen Grundlage, aber es hat sich alles in verschiedene eigenständige Weisen entwickelt. Das heißt, es sind Ausdrücke vielleicht eines ähnlichen Lebensgefühls, aber in jeder Stadt spezifisch eben auf die besondere Situation. Deswegen kann man also mit vollstem Anrecht und gutem Gewissen sagen, Koblenz selbstverständlich närrisch und selbstverständlich passt das alles gut zusammen und wie in Köln, aber eben auf die eigene Weise. Was ich herausgefunden habe, die Gemeinsamkeit zwischen euch, Ihnen dreien, ist die Bank. Er heißt so und ihr seid Banker im weitesten Sinne, nicht? Prinz Erik ist gelernter Bankkaufmann. Ich bin gelernter Bankkaufmann, ja. Und Konfluenzia Daniela arbeitet bei einer Bank. Kriegt man da einfach so frei?
Also einfach so ist das nicht, sondern man braucht wirklich einen großzügigen Arbeitgeber, den ich mit der Sparda Bank Südwest auf jeden Fall habe und der mich auch freistellt. Und das Schönste ist, dass meine Chefin mich als Hofdame begleitet. Mhm. Da bin ich ganz stolz drauf. Da kann man, denke ich, auch einfach mal ein Dankeschön sagen, denn das ist nicht selbstverständlich. Ein ganz großes Dankeschön, ja. Du bist im Grunde selbstständig, das heißt, du kannst dir die Zeit nehmen, musst es aber dann irgendwann sicherlich nacharbeiten. Also ich teile mir die Zeit dementsprechend ein. Zurzeit bin ich noch jeden Morgen im Büro, komme auf den letzten Drücker quasi zu unseren Veranstaltungen umgezogen dann schon, dass ich so jetzt noch vorarbeiten kann. Und wenn diese wilde Zeit kommt, die letzten, sagen wir mal, 3 Wochen, wo man also toujours unterwegs ist, habe ich einen guten Stab bei mir in der Firma, der mich dann unterstützt und vertritt. Und ich denke mal, jeder hat Verständnis dafür, einmal Prinz machen zu dürfen. Und gerade hier im Rheinland ist das eigentlich gar keine Frage. Die letzte Karnevalswoche ist oder so eigentlich alles auf Karneval unterwegs. Man kann sagen, von Schwerdonnerstag bis Aschermittwoch werden Sie kaum jemanden erreichen, weil die meisten am Feiern sind. Ich bin jetzt so halb Anzug und halb Karneval, ich stehe so ein bisschen dazwischen, aber frech sein darf ich. Kennst du diese alte Frage, ist Koblenz weiblich oder männlich? Ja, das ist ein uralter Witz, den hatte auch, glaube ich, damals mal ein bekannter Comedian auf die Welt gebracht. Es gab seinerzeit mal das Mediamarktgebäude, was es heute ist, das war früher mal ein Firmengebäude von uns, mit Teppichen hatten wir damals gehandelt und das liegt sehr zentral an der Einfahrt von der Stadt Koblenz. Und da gab es halt diese Frage, ist Koblenz männlich oder weiblich? Und dann hatte man dann gesagt, weiblich, ja warum? Ja, weil wenn du reinkommst, liegt links der Eierstock. Ja, das ist ein uralter Witz. Aber immer wieder gerne. Ja, ist immer wieder erzählt. Gut. Ja, ich freue mich, dass wir nun jemanden haben, der ihn aus ganz berufenem Munde buchstäblich erzählen kann, denn du gehörst zu dieser alteingesessenen Kaufmannsfamilie in Koblenz. Ja. Wir haben auch letztes Jahr 60 Jahre Firmenjubiläum gehabt und dementsprechend ist es eine besondere Ehre für mich, jetzt den Prinzen zu stellen, gerade wo die Narrenzunft Gelbrot letztes Jahr 77 Jahre gefeiert hat. Das passt also sehr gut zusammen. Herr von der Bank, Jahrgang 67 habe ich im Internet gefunden. Sie haben einen Doktor gemacht zum Thema mittelalterliche Skulpturen am Mittelrhein. Das heißt, der Rhein ist Ihnen eigentlich schon immer etwas ans Herz gewachsen. Wie kommt man auf ein solches Thema? Also, um es mal ganz kurz zu machen, ich habe in Bonn studiert und wenn Sie studieren, dann ist es so, dann kommen Sie verschiedene Themen, haben Sie Berührungen, über die Sie arbeiten, schreiben und irgendwann entdecken Sie ein Thema, wir machen auch Exkursionen, fahren hier am Rhein entlang, besuchen dann mit dem Seminar die verschiedenen Städte. In Koblenz war ich als junger Student zum Beispiel, habe mir die Kirchen angeschaut mit dem Professor und kommt man viel vorbei und entdeckt man Sachen, wo man auch mal sieht, hier gibt es noch eine Lücke, eine Idee, das ist erst eine winzige Idee in Keim und dann entwickelt etwas daraus, was man in seinem ganzen Aufwand, in seinem ganzen Umfang zum Glück nicht ahnt vorher. Und erst nachher, wenn man die aber tut, dann weiß man, was man sich damit aufgeladen hat. Und wie gesagt, es war eine Sache, die mir in jungen Jahren leichtsinnig in den Kopf kam. Und später habe ich sozusagen ausgelöffelt, aber das habe ich brav auch zu Ende gemacht. Und deswegen habe ich das gemacht. Ich habe es gern gemacht, wie gesagt, und habe dadurch hier einige Sachen wirklich sehr intensiv kennengelernt, sagen wir so. Sie haben, kann man sagen, dafür diesen Job im Karnevalsmuseum aufgegeben? Nein, dazwischen lagen noch einige Stationen, wie gesagt. Es war so, im Karnevalsmuseum habe ich den Aufbau gemacht. Das heißt, ich habe es konzipiert, ich habe den Stab dort aufgebaut, die Sammlung aufgebaut in Richtung und dann das Museum eröffnet. Und als es eröffnet war, wie gesagt, war die Sache abgeschlossen und ich habe meine Doktorarbeit zurückgestellt, weil Sie können nicht neben einem Aufbau eines Museums eine Doktorarbeit schreiben. Ja. Vielleicht gibt es Menschen, die sowas können, aber wie gesagt, das ist noch jahrelange intensive Arbeit, die Sie volltags betreiben müssen. Und deswegen muss ich das machen und das war auch notwendig, weil ich habe das schon lange ausgeschoben. Das habe ich dann noch erledigt, in meinen späteren Jahren. Und im Anschluss daran ergaben sich eben Möglichkeiten, in Süddeutschland eben am Ulmer Münster zu arbeiten, was ja auch, glaube ich, in der Zeitung stand. Ja. Und dann kam dieser seltsame Schlenker zurück, wieder an den Rhein. Also es gab immer wieder Schleifen weg und immer wieder kam ich zurück hier ins Rheinland zurück. Also woran das lag, weiß ich nicht, Schicksal oder... Und wie haben Sie dann erfahren, dass hier die Stelle frei wurde? Das ist heute... Zeitalter des Internets und Facebook ist es so, das ist also im Bereich des Museumswesens gibt es entsprechende Internetseiten und die Stadt Koblenz veröffentlicht das natürlich auch online. Und das klang nach einem Profil, sage ich mal so, diese Stelle. Ich habe hier im Rheinland in verschiedenen Museen gearbeitet, war mit dem Thema Rheinromantik und das war ja auch die Residenz eines geistlichen Kurfürsten hier, des Erzbischofs von Trier. Und
Karneval kannte ich auch, das war mir also auch vertraut. Und mittelalterliche Skulpturen haben wir auch im Mittelrheinmuseum. Ja. Also das klang nach einer Stelle, wo ich mir vorstellen könnte, da kannst du was beitragen, dass das vorangeht. Da habe ich mich beworben und zu meinem großen Erstaunen ging das sehr schnell. Und ich war, also wie gesagt, das war im Juli war die Bewerbung und am 15. Oktober habe ich die Stelle standgetreten. Wie stellt man sich das praktisch vor? Sind Sie da heimlich mal hierher gefahren, haben sich das mal angeschaut? Ich kannte es schon vorher. Erzählen Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also was ich alles kann ich nicht erzählen, aus guter Liebe nicht, aber ich war in der Tat inkognito, ich kannte ja hier keiner. Ja, eben. Im Sommer, also ich sah wahrscheinlich aus wie ein Tourist, zusammen in Begleitung hier durch die Hallen gegangen und ich wurde auch gleich sehr freundlich empfangen. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also hier vom Team im Museum, von den Aufsichten und Kassen, war eine sehr angenehme Stimmung. Man hat mir erklärt, wie das Museum funktioniert. Ich wusste ja nicht, wer ich bin. Ja. Könnte ein x-beliebiger Tourist gewesen sein, der einfach so reinkommt und hat einen höflich entgegengekommen, freundlich. Und es hat mir gleich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Da habe ich gleich gesagt, das ist eine Sache, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, hier etwas zu arbeiten, hier etwas zu bewegen. Also es war eine positive Stimmung da und irgendwo hat mir auch gesagt, das passte dir und irgendwo passte da was. Und das haben dann andere, glaube ich, auch so gesehen. Das war natürlich das Entscheidende. Dann bin ich dann hier sehr schnell hingekommen. Hat man dann auch so die Idee, das und das würde ich jetzt ändern, wenn ich hier Chef bin, das werde ich mal so als erstes machen? Ja, ändern, also sagen wir mal so, was Sie machen als Museumsleiter, das wird immer ein bisschen verwechselt, nicht das, was da in der Dauer schon hängt, da ändern Sie Kleinigkeiten. Das ist ja erstmal eingezogen, ja. Das ist dann eher so, wenn Sie ein neues Haus ziehen, das ist ganz normal wie auch beim normalen Haus, wenn man eingezogen ist, danach rückt man sich dann erstmal etwas zurecht, bis alles so in dem Haus abläuft, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das sind kleinere Sachen. Wofür ich eigentlich da war, das ist die Planung der Sonderausstellung. Das ist jedes Jahr organisieren wir mehrere große und viele kleine Ausstellungen, Veranstaltungsprogramme. Und dafür eben, dass es ein vielfältiges Programm ist, von auch viele Besucher und viele Bevölkerungskreise in Koblenz angesprochen werden und aus der Region. Dafür bin ich eigentlich da, muss man sagen. Und dann im Geheimen, das ist dann das Graubrot meines Berufes, das muss auch noch alles bezahlbar sein. Damit sind wir bei dem nächsten Punkt. Die Rheinzeitung hat geschrieben, ein ausschlaggebender Punkt war, dass man glaubte, Sie seien erfahren in der Sache, Drittmittel zu akquirieren. Ja, also das ist heute aber eine Sache, die nicht auf Koblenz bezogen ist, sondern alle Kommunen, alle kommunalen Museen sind heute darauf angewiesen, dass man mit Partnern zusammenarbeitet, dass man mit Sponsoring, mit Sammlern, mit Firmen zusammenarbeitet, um ein wirklich vielseitiges, vielschichtiges Kulturprogramm finanziert zu bekommen. Und das ist in der Tat eine Sache, das Karnevalsmuseum. Karneval lebt ja vom bürgerschaftlichen Engagement. Das heißt, das Karnevalsmuseum ist nicht von der Stadt Köln bezahlt worden, sondern größtenteils eben von den Bürgern selbst. Und ehrenamtliches Engagement und eben finanzielles Engagement war da ganz zentral. Das heißt, meine ganzen Jahre dort bestanden eben damit, eben mit engagierten Bürgern zu verhandeln, eben Stiftungen, Zuwendungen für Konzept und für Sammlungsstücke und für Ausstellungen. Und das klappt in Koblenz auch? Ja, also die Einstellung ist eigentlich sehr positiv überall. Es gibt auch hier einen schönen Förderverein mit vielen Unternehmern drin, kunstbegeisterten Koblenzern. Und ich hoffe, dass es noch mehr werden. Das ist dann die Werbung in eigener Sache. Also es ist ja nicht mein Museum, sage ich immer, sondern es ist das Museum der Koblenzer. Und wir tun das ja dafür für die Koblenz. Das ist für die Koblenz attraktiv. Also ich tue alles, damit sozusagen das ist. Aber das tue ich natürlich auch, dass immer mehr zu uns kommen. Und wie gesagt, darauf hoffe ich und dass ich tue alles und hoffe, dass das dann auch von Koblenz kommt. Das wäre jetzt so die nächste Frage. Wer entscheidet? Also angenommen, Daniela sieht irgendwo ein tolles Bild und sagt, Mensch, das wäre doch eine Anschaffung für das Museum. Die könnte sich dann bei euch melden und dann... Ja, sicherlich. Also das ist ganz... Natürlich werden uns... Also so viel Glück haben wir selten, sage ich mal so. Aber in der Regel ist es so, Neuerwerbungen können wir auf städtischen Mitteln, sage ich mal, eigentlich kaum mehr machen, weil es eigentlich dafür gar nichts gibt. Könnte ich jetzt lange reden, aber fast alle Museen sind in einer ähnlichen Situation. Also wie gesagt, man muss das nicht so sagen, nur in Koblenz ist es so. Das ist, alle Städte stehen vor denselben Herausforderungen. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine Ausstellung haben oder so, oder es, dann hat sich da ein Stifter-Ehepaar gefunden und hat gesagt, dieses Bild in der Ausstellung hat uns besonders gut gefallen. Zum Beispiel, das würden wir gerne hier in Koblenz weiter sehen. Und daraus hat sich dann ein Gespräch ergeben zum Beispiel. Und am Ende haben wir es dann geschafft, in Verhandlungen mit Künstlern und so weiter, durch einen Stifter eben, das Bild für das als Erinnerung an die Ausstellung für diesen Künstler, im Museum hier zu erhalten, für die Nachwelt, dass die Koblenz auch weiterhin das alles sehen können hier. Das ist dann so eine Sache, wo das dann die Zusammenarbeit da ist. Und was einen auch mit Stolz erfüllt, wenn man dann nachher sagen kann, das Bild da, das habt ihr mir zu verdanken im weitesten Sinne. Ganz genau. Und wie gesagt, das sieht man gar nicht. Denkt man, das geht ja schnell. Sagen, hier ist das Bild, da ist das Geld, Bild hängt an der Wand. Nicht? Aber in Wahrheit, bei solchen Sachen gehen dann monatelange, mühselige Verhandlungen voraus. Manchmal geht es auch sehr schnell, aber meistens ist es eben Verhandlungen
und man tut, was man kann. Und am Ende ist man sehr, sehr glücklich, wenn es dann wirklich an der Wand hängt. Das ist an beiden Seiten dann ein sehr beglückender Vorgang, wenn es dann präsentiert wird. Gehörtest du Ihren Aufgaben auch, andere Museen zu besuchen? Und ja, mal aber rumzureisen? Ja, aber in meiner Freizeit, das möchte ich dazu nochmal. Also es ist keine Dienstfahrt, wenn Sie jetzt nochmal Kiel müssten oder so? Nein, nur wenn ich da was zu tun hätte, sage ich mal so. Wenn ich eine Ausstellung plane und ich arbeite mit einem Kieler Museum zusammen zum Beispiel, dann könnte ich da hinreisen und zum Beispiel verhandeln über die und die Leihgaben oder die und die Kooperation. Aber wenn ich eine tolle Ausstellung sehe, Mann, das würde mich jetzt interessieren, vielleicht ist da was für die soziale Zukunft. Wenn ich nach Frankfurt fahre oder so, dann mache ich das am Wochenende ganz als Privatperson und inkognito. Das ist auch mein, sagen wir so, ich will nicht sagen Hobby, das ist mein Leben, das interessiert mich. Daran nehme ich gerne teil. Ich meine, auch wenn man im Karneval aktiv ist, dann ist man ja auch nicht sozusagen nur in den Geschäftsräumen, ist man mit Herzen, ist dabei. Das ist ein Beruf und eine Berufung zugleich, würde ich mal sagen. Nicht? Und der Karneval hängt Ihnen sicher auch noch so ein bisschen nach. Also, hier steht bei mir als nächste Frage, liebstes Fastnachtslied. Ja, das weiß ich nicht, ob ich mich hier in Koblenz damit irgendwie, also ist die natürlich... Die kölschen Lieder sind in Koblenz, kommen sehr gut an. Also das kann man, glaube ich... Also man muss mal sozusagen, das liegt ein bisschen zurück. Meine Zeit liegt ja schon 10 Jahre zurück dort. Ne? Ja. Und damals habe ich, also ich habe viele Gruppen gehört und besonders imponiert haben mir eben Gruppen, wo ich gemerkt habe, die spielen ihre eigenen Lieder nicht nur sozusagen... Das wird nur, sondern da steht was dahinter. Die haben ein eigenes Engagement, ihre Texte bedeuten ihnen was. Und diese Lieder haben mich besonders informiert. Das sind manchmal sehr bekannte Gruppen, aber auch manchmal sehr kleine Gruppen gewesen. Ich habe also von den großen Gruppen, muss man sagen, die in Köln sind, ich nenne jetzt nicht alle Namen, aber einen darf ich herausheben, auch wenn es die bekanntesten sind, die Blackfoes, muss man sagen, die sind nämlich auch privat hinter den Kulissen authentisch und in der Weise mit ihren Liedern und ihren Sachen beschäftigt. Und wenn man mit ihnen redet, merkt man, dahinter steckt weit mehr als nur reines Professionalität eines Unterhaltungskünstlers. Da ist etwas, ein gelebtes Gefühl dahinter. Das hat mir auch vor und hinter der Bühne mal sehr, sehr beeindruckt, wie sie jeden Abend auch noch um Mitternacht einen Saal mitgerissen haben, aber auch noch hinter der Bühne. Also sehr angenehm und hochinteressante Partner waren am Gespräch. Kann ich Ihnen ganz offen sagen. Wie ist das bei euch? Lieblingslied, gibt es sowas? Habt ihr überhaupt ein Lied? Ja, wir haben natürlich ein Lied. Natürlich, wir haben unser Prinzenlied. Also jedes Jahr gibt es bei dem Prinzengefolge oder bei dem Prinzenstellenden Verein ein schönes Lied. Wir haben einen richtigen Ohrwurm dieses Jahr. Auch von jemandem aus der Region hier gedichtet und auch komponiert. Burgenschlösser Mittelrhein, passend zu unserem Motto natürlich. Ja. Das ist ein richtiger Burner, wenn man das so sagen darf. Also egal, wo wir den aufführen, die Leute, die kennen den Text schon fast alle. Sie kennen unseren Tanz. Wir tanzen dann auf der Bühne und es kommt richtig gut an. Es ist ein richtiger Ohrwurm. Unser Hofmarschall, der hat sogar gesagt, er hat letztens nachts davon geträumt, konnte kaum schlafen. Es ist wie gesagt, also wenn man einmal gehört hat, das geht aus dem Ohr nicht mehr raus. Es ist richtig schön und das zeigt auch unsere Freude, die wir am Karneval haben. Natürlich, Koblenz ist ein bisschen unter dem Einfluss noch unter der Kölner Karneval durch die Kölner Gruppen, ob das jetzt Brings, Blackfoes sind, Paarweier etc. Wir haben ja auch unter anderem jetzt am kommenden Sonntag unsere Kölner Alarv-Sitzung, das ist die einzigste Kölner Sitzung in Koblenz, wenn man so sagen darf, organisiert von der Narrenzunft Gelb-Rot, wo wir unter anderem Brings dabei haben und verschiedene andere. Die kommt super an, die Sitzung. Es sind nur ganz wenige Karten zu haben. Sehr, sehr schön. Aber natürlich haben wir unsere Koblenzer Lieder, was in den letzten Jahren immer mehr dazu gekommen ist, in Koblenzer Mundart schöne Lieder zu machen. Und die werden dann jedes Jahr immer wieder auf einer neuen CD am 11.11. präsentiert. Und das ist auch, damit wollen wir auch zeigen, Koblenz ist jetzt kein Stadtteil von Köln, sondern Koblenz ist eigenständig. Und wir sind hier so mitten zwischen Köln und Mainz, zwei ganz verschiedene Fastnachtshochburgen. Und Koblenz, muss ich sagen, macht sich immer mehr, wenn ich den 11.11. sehe, was wäre bei uns auf dem Jesuitenplatz los war, bei strahlend blauem Sonnenschein, in Köln hat es glaube ich geregnet, in Mainz auch, bei uns schien die Sonne. Es war voll der ganze Platz bis abends um 6 Uhr, wo die Band aufgehört hat. Es war gigantisch und es wird immer mehr jedes Jahr. Und wir haben ja auch ein bisschen andere Phasennacht als jetzt in Köln oben. Wir haben mehr Sitzungskarneval, wir haben Sitzungskarneval mit viel Tanzgarten, mit Eigengewächsen. Und das ist das Schöne daran. Es ist nicht so professionell wie in Köln oder wie in Mainz, sondern bei uns ist wirklich noch viel Ehrenamt dabei und das macht richtig Spaß. Ich habe auf einem Plakat gesehen, auch die Margit Spornheimer habt ihr eingeladen. Ja. Also es ist durchaus so... Also die Kölner Alarvsitzung ist wirklich eine top besetzte Kölner Sitzung. Da waren schon so viele verschiedene Kölner Stars da gewesen. Und ich denke mal, unser Hofmarschall kann nachher noch mehr dazu sagen. Weil das ist auch ein Steppenkind von ihm, wenn man das so sagen darf. Er hat richtig Spaß dabei.
wenn, und das ist ganz schön heiß auf diese Sitzung. Wir werden auch bei der gesamten Sitzung dabei sein. Wir dürfen die erleben, was leider Gottes jetzt in der Session nicht so selbstverständlich ist, da wir sehr viel unterwegs sein werden. Aber wir freuen uns schon auf die Kölner Sitzung und ich denke mal, wäre auch was für Sie, dahin zu kommen, um noch ein bisschen Kölner Lebensgefühl oder Bonner Lebensgefühl einzuatmen. Die Stimme ist ja immer ein Problem. Wir hatten mehrere Prinzen schon, die irgendwann am Rosenmontag gar nichts mehr sagen konnten. Wir hatten auch eine Konfluenzia, die zum Teil ganz ausgefallen ist. Was tut ihr dafür? Also wir tun eigentlich, sage ich mal, medikamentös nichts dafür. Wir nehmen es einfach so, wie es kommt, in der Hoffnung, dass alles gut geht. Und ich hoffe, dass der Spaß ausreicht, dass alle Krankheiten fernbleiben. Also man muss sich schon ein bisschen disziplinieren wahrscheinlich. Warm anziehen. Ja, natürlich. Also klar, Schal, eine warme Jacke, sicherlich, das kann man schon tun. Nur im Moment ist ja kein Winter, dann geht das besser. Also bei minus 10 Grad und dann in so eine überhitzte Halle und nach einer halben Stunde wieder raus, denke ich mir. Das ist das Gefährliche. So. Mhm. Daniela, was ist dein... allererste Erinnerung an Fastnacht, an Karneval? Oh, die ist schon sehr, sehr lang, liegt die zurück. Ja, so lang kann das ja gar nicht zurück sein. Also, oh, danke. ja, ich kann mich daran erinnern, wie jedes kleine Mädchen hat man den Wunsch, einmal Prinzessin zu werden. Aber bei mir war erstmal der Wunsch da, ein Funke-Mariechen zu werden. Mhm. Das heißt, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich zu meiner Mama immer gesagt habe, Mama, so wie die Mädels hier im Rosenmontagszug mitgehen, so möchte ich auch einmal mitgehen. Und dadurch ist eigentlich auch der ganze Traum entstanden. Erst Funke Mariechen, als man das Ziel erreicht hat, kam das nächste Ziel. Und dann habe ich es zur Konfluenzia geschafft. Dazwischen hast du auch mehrere Jahre die Mädels trainiert, habe ich gelesen. Gell? Also dir ist das alles nicht fremd. Und du kannst das sicherlich auch nachvollziehen, wenn die für euch tanzen. Was für eine Arbeit dahinter steht. Also das ist eine wahnsinnige Arbeit, die dahinter steht. Viele wissen es gar nicht. Es ist wirklich so, sobald Karneval beendet ist, fangen die neuen Vorbereitungen an für den neuen Tanz. Kostüme müssen gemacht werden, Musik muss geschnitten werden, man muss die Choreografie machen, man muss auch die Ideen dazu erstmal finden. Das ist wirklich eine lange Arbeit, wenn man sieht, dass man dafür, sag ich mal, 20 Minuten auf der Bühne steht. Ja. Aber es ist etwas sehr Schönes und ich muss sagen, es ist für mich immer noch herzzerreißend, wenn ich dann die Tanzgarde sehe und denke, boah, wie toll, das ist einfach ganz toll. Stichwort Kostüme, hat man da eigene Ideen, die man einbringen kann oder wie kommt man zu so einem schmucken Prinzenkostüm? Also man hat einen bestimmten, sagen wir mal, Bereich, wo man sich etwas aussuchen darf, aber es gibt auch Grundvoraussetzungen. Also man sagt ja nicht ohne weiteres, Karneval ist die ernsteste Sache der Welt. Also es gibt Vorgaben, an denen man sich zu halten hat. Das heißt also, wenn jemand Prinzenkonfluenzia macht, sollte man einen bestimmten Stil einhalten, es sollten bestimmte Farben verwendet werden und es sollte natürlich ganz, ganz, ganz wichtig unser wunderschönes Stadtwappen mit drauf sein. Mhm. Und wir hatten dieses Jahr mal die Idee, dass wir etwas funkeln wollen. Die letzten Prinzen waren etwas größer als ich gewesen, so um die 1,80, 1,90 bis 2 Meter. Und ich denke mal, wenn man eine kleinere Körpergröße hat, kann man ruhig etwas, damit man besser gesehen wird, Funkelsteine an sich haben. Und es wirkt sehr gut, muss ich sagen. Viele Damen sind auch sehr froh, dass sie endlich mal einen kleineren Prinzen haben, gerade die Möhnen. Den können sie dann viel leichter bützen, als früher, wo sie ein Schabellchen brauchten. Gibt es das doppelt, dass Nein. wir tauschen können? Also wenn Nein. wir jetzt dich hier mit Kaffee verwutzen würden, wäre es das dann für heute und morgen erstmal? Nein, also ich habe dieses Ornat, das habe ich seit 10. Januar, das heißt seit letzten Samstag, ist ein Einzelstück handgefertigt. Mhm. Das kann das ich darf, nicht austauschen. Darf nichts passieren. Das ist das einzigste Teil, was ich habe. Hosen kann ich austauschen, weil da passiert es eher, dass mal was passiert. Mhm. Aber ansonsten muss ich damit pfleglich umgehen und hoffen, dass meine Pagen und Adjutanten mir helfen, dass ich immer schön sauber bleibe. Wir haben auch extra, sagen wir mal, wenn wir irgendwo mal Nahrung zu uns nehmen oder normalerweise Kaffee trinken, haben wir auch nochmal einen Schutz, den wir anziehen, der dann speziell auf uns zugeschnitten ist. Also gerade mal so ein Big Mac und dann das... Ja, das sollte nicht. Man eigentlich während der Zeit meiden, so wie Gulaschsuppen oder sowas in der Richtung. Ja. Das kommt nicht so gut. Aber das ist kein Problem, da bleibt man wenigstens in der Figur auch gut erhalten und das klappt sehr gut. Damit sind wir so ein bisschen beim Alltag eines Prinzenpaares. Ich habe gelesen, ihr habt in der Session etwa 300 Termine zu absolvieren. Das heißt, es ist nicht immer so entspannt wie bei uns heute Nachmittag hier.
Ihr habt Quartier bezogen jetzt schon oder kommt das erst im Hotel Mercure? Wir haben schon bezogen, letzten Donnerstag. Seit 5 Jahren hat das Prinzengefolge die Möglichkeit, dass die wichtigsten Persönlichkeiten, die auch am meisten unterwegs sind, also 4 bis 5 Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben 4 Zimmer, wo wir uns be- und entkleiden können, wo wir auch übernachten können, weil es kommen auch die Tage, wo es sehr spät nachts wird und dann am nächsten Morgen wieder früh weitergeht. Und dann kann man das auch keinem Fahrer zumuten, einen überall erstmal abzuholen, gerade wenn man in Höhenlagen wohnt. Mhm. Und von einem Umweltaspekt her ist es auch besser, in einem Ort gesammelt zu sein, anstatt man überall rumfährt, kilometerweise, und die Leute separat abholt und wieder wegbringt. Und in Köln ist das schon sehr, sehr lange eigentlich so üblich, dass sie im Maritim residieren. Mhm. Ja, und ich finde es eine sehr gute Sache und ich bin froh, dass die Mercure Hotelgruppe uns da unterstützt, dass wir die Möglichkeit haben, dort bis Aschermittwoch quasi als Gast sein zu dürfen. Das heißt aber auch, dass man von der Familie dann die ganze Zeit weg ist. Was sagen die dazu? Also man ist nicht die ganze Zeit weg. Im Moment ist es ja noch in dem Startloch. Wir fangen ja jetzt gerade erst an. Das heißt, vormittags sind wir im Moment noch Privatleute. Mhm. Und ab Nachmittag geht's los und man kommt abends die Woche über schon nach Hause. Aber sicherlich am Wochenende, wenn es dann wirklich rund geht mit den Terminen, dann bleibt man im Hotel. Aber die Familie steht natürlich dahinter. Sonst hätten wir zwei gar nicht dieses Amt ausüben können. Also dazu muss man auch sagen, die Familie ist auch teilweise dabei. Das meine auch. Frau läuft mit. Ja. Bei ihr ist es genauso. Also nicht ihre Frau, sondern ihr Mann läuft mit. Ja. Also von der Hinsicht haben wir doch noch sehr viel voneinander und wir haben viel Spaß und viel Freude. Das ist das Wichtigste. Der Kameramann, einer hat mich gebeten, ich soll die Frage stellen, die ganz frech ist, aber ich gehe davon aus, wir brauchen die gar nicht stellen. Selbstverständlich habt ihr getrennte Zimmer. Ne? Ja, ja. Na, natürlich. Ja. Und wir sind auch getrennt durch unseren Hofmarschall, dass also auch gar nichts passieren kann. Er passt darauf auf, dass bei uns Ordnung herrscht. Wir haben auch während der gesamten Zeit, wenn wir unsere Auftritte haben, also striktes Alkoholverbot. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass wir immer einen guten Eindruck hinterlassen auf den Bühnen und deswegen während der Auftritte Wasser trinken. Gar keine Frage. Wenn wir fertig sind, dürfen wir gerne mal das ein oder andere Gläschen zu uns nehmen. Euren Hofmarschall werden wir gleich dazu bitten. Vorher noch einmal kurz zurück zum Karnevalsmuseum. Ich habe versucht, meine Fragen immer so ein bisschen zu mischen. Da gab es natürlich Exponate, die mit Karneval zu tun haben. Was war das interessanteste Stück, was es da gab? Ja, wenn man interessant, ich würde mal sagen, manche Objekte, die haben das Äußere für sich, die sind also sehr glanzvoll. Und manche, hinter denen steckt eine interessante Geschichte, möchte ich mal sagen. Und die haben den äußeren Reiz nicht für sich. Ich sag mal, wenn ich ein imposantes mal erwähnen würde, wir haben also in einer Tradition aus dem 19. Jahrhundert aufgegriffen, hat das Kölner Festkomitee 1998 nämlich ein goldenes Buch anfertigen zu lassen von Goldschmieden in Köln in Handarbeit. Ein unglaubliches Unternehmen, muss man sagen, mit Juwelen besetzt, wo die Karnevalsgeschichte von Goldschmieden nachgebildet wurde. Und da wurden dann sozusagen für Ehrengäste Unterschriften gesammelt, unter anderem vom Papst auch noch. Also es war ein unglaublich wertvolles Objekt, das da stand. Das war, glaube ich, die bedeutendste Goldschmiedearbeit in Köln seit 1945. Ist mit Sicherheit das wertvollste Objekt, das da in dem Museum steht. Auf der anderen Seite steht ein interessantes Objekt, wenn ich mal sagen habe, gleich nach dem Krieg, 1946, hatte man nichts, absolut gar nichts. Und es wurden aus Notmaterialien, was man gerade noch finden konnte, Orden gemacht vom Karneval, wo wirklich in bescheidensten Mitteln sich die Idee, die Freude am Karneval, irgendwie doch die Formen weiterleben zu lassen. Und die Geschichten, die mir erzählt wurden, mit welchen bescheidensten Mitteln man versucht hat, nach dem Krieg das zu improvisieren, dass man wieder Karneval feiert. Das hat mir immer sehr imponiert. Da habe ich manchmal ganze Lebensgeschichten und die allerersten Sitzungen, unter welchen Bedingungen die stattfanden, da war also außerordentlich faszinierend. Da hat man ein Stück auch mal Stadtgeschichte mit kennengelernt. Und dann stand hinter einem ganz unauffälligen Objekt aus den ärmlichsten Materialien wirklich so ein ganzes Kapitel von Karnevalsgeschichte und ein ganzes Lebensgefühl dahinter. Das fand ich immer sehr faszinierend. Gibt es hier in Koblenz im Museum irgendwas, was mit Karneval zu tun hat? Also bei uns eigentlich nicht so viel, muss ich sagen. Einige vielleicht indirekt, weil es gibt ja in Koblenz ein eigenes Fastnachtsmuseum im Kehlturm. Dazu kann ich auch noch ganz kurz was sagen, ein Wort. Ja, gerne. Nämlich, als ich in Köln angefangen habe, im Jahr 2000, einer der ersten Wege führte mich und den Vorstand des Festkomitees nicht nach Koblenz. Wir haben nicht mal geschaut, was machen die anderen eigentlich. Das war so eine offizielle Dienstreise des Festkomitees in Köln. Und da haben wir also Führung bekommen durch den Kehlturm. Und deswegen haben wir uns da auch die Objekte dort angeschaut, wie das da sich ist. Insofern haben wir auch von Koblenz gelernt, muss ich sagen. Deswegen, wir haben zwar auch stadtgeschichtliche Objekte da, aber das ist in der Regel eher
Kunst und nicht die Fastnachtsgeschichte, die ist natürlich oben ist im Kehlturm ausgestellt. Aber ich wollte nur sagen, ja, ich kenne es und hat da eine Rolle gespielt. Da werden irgendwann dann auch eure Kostüme aufbewahrt werden. Ne? Das ist, glaube ich, eine Sammlung der... Wie viele gibt es da schon? Wisst ihr also das? Kostüme, die werden nach der Session dort quasi kurz vor Ostern werden sie ausgestellt in einem separaten Raum. Mhm. Das ist immer der Prinz, der davor war, lässt dann quasi die Kostüme dort. Die werden da ordentlich dekoriert für ungefähr ein Jahr. Und dann kommt das nächste Prinzenkostüm rein, sodass es immer ein Wechsel ist. Aber was sehr schön in dem Museum natürlich ist, wir haben einmal die ganzen Orden von den ganzen letzten Jahrzehnten, muss man dazu sagen, die man da begutachten kann. Verschiedene Uniformen, natürlich die Koblenzer Stadtgeschichte, was den Karneval angeht. Und das ist schon eine sehr, sehr interessante Ausstellung. Wenn man sieht, welche Leute dahinter stehen, mit wie viel Liebe zum Detail, ist das alles ehrenamtlich, muss man dazu sagen. Mhm. Ist das schon also wirklich Hochachtung. Und es wird jedes Jahr kommt etwas Neues dazu zu der Sammlung. Und es ist immer wieder schön, dort mal reinzugehen und sich die Sachen anzuschauen. Da kriegt man also ein richtiges Gefühl, wie sich der Karneval in den ganzen Jahren entwickelt hat. Ja, an der Stelle würde ich dann gerne den Rolli, nennt man ihn, dazu bitten. Er ist der Hofmarschall. Ich darf dir das Mikrofon einfach mal geben, damit man... dich hört. Hofmarschall, habe ich gehört, gelesen, ist also der oberste Amtsmensch, eigentlich Verwaltungschef eines fürstlichen Hofes gewesen. Und so ist das bei euch auch, wobei du keinen Hof hast zu verwalten, sondern ganz viel Organisatorisches. Ja, der Hofmarschall ist natürlich für die Organisation zuständig. Er führt die Gefolgsleute, sprich also das Gefolge der Tollitäten durch die Kampagne und natürlich auch Prinz und Konfluencia. Er sorgt dafür, dass alle Termine auch fristgerecht besucht werden, weil es gibt ja Tage, da bis zu 24, 25 Besuche und dann geht es wirklich so im 30-Minuten-Takt von einer Veranstaltung zur anderen. Und dann muss man natürlich auch darauf achten, dass die Leute dann auch wirklich sich und parieren, vor allen Dingen zügig von Veranstaltung zu Veranstaltung gebracht werden. Und das klappt bei den beiden? Also bei den beiden klappt es vorzüglich. Nun machen Sie das schon zum dritten Mal, habe ich gelesen. Man muss sich auch schon mal durchsetzen. Selbstverständlich muss man sich auch mal durchsetzen. Ich meine, wir haben ungefähr 100 Leute im Gefolge. 100 verschiedene Charaktere, ist ganz klar. Jeder ist auch nicht immer mit den Entscheidungen des Hofmarschalls einverstanden, das ist ganz normal. Aber wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen eine wunderbare, schöne Kampagne hinter uns bringen, mit viel Spaß dabei. Und dann ziehe ich schon mit alle. Sie waren ursprünglich bei der Post beschäftigt. Ich habe mich dann gefragt, ob das mit dem Gelb-Rot vielleicht was mit Post damals noch gelb zu tun hat? Ja, selbstverständlich. Die Narrensuffgelb-Rot ist ja aus einem Postverein hervorgegangen, und zwar aus dem Postgesangsverein Blitz. Dort gab es eine Abteilung, die hat also karnevalistische Veranstaltungen durchgeführt, und daraus entstand dann die Narrensuffgelb-Rot. Und die Farben selbst, Gelb und Rot, sind ja Postfarben. Die Briefkästen waren früher einmal rot, heute sind sie gelb. Und daher auch die Farben Gelb und Rot, der Narrensuffgelb-Rot. Im Gefolge sind 100 Leute etwa unter einen Hut zu bringen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich? Wenn ich das so genau sagen könnte, sage ich mal so, weil das Problem eines Museums ist wahrscheinlich wie beim Karneval. Wenn man fragen würde, wie viele Karnevalisten genau gibt es in Koblenz, ist die Frage zwar ungefähr zu beantworten, aber nicht, sage ich mal so, exakt, weil es gibt feste Mitarbeiter, die zeitlich da sind. Dann gibt es Praktikanten, ja, Volontäre, studentische, also wenn man engere Mitarbeiter so zählt, die regelmäßig da sind, sind das über 20, klingt viel, aber da sind dann schon Kasse, Aufsichten, alle mitgezählt. Ja. Nicht? Und dazu kommt noch eine große Schar von ehrenamtlichen Helfern. Also es ist wie, würde ich sagen, eine doch sehr große Gruppe, die dann da ist, wo das Kernteam eigentlich sehr klein ist. Das sind 3-4 Büros. Gut, einen harten Kern, kann man sagen, gibt es ja auch bei euch. Das
engere Gefolge, dazu gehören die Pagen, der Hofmarschall, wahrscheinlich der Hofnarr, ist der heute eigentlich auch dabei? Na, leider nicht, ist also heute beruflich verhindert, aber der Barde, der Konfluenzherr gehört dazu, den haben wir dabei. Dazu gehören natürlich die persönlichen Adjutanten oder Tinnen bei uns, einmal für den Prinzen und für die Konfluenzherr, jeweils eine Person abgestellt, die wirklich für das leibliche Wohl der Tollitäten sorgen müssen und natürlich ganz, ganz wichtig, die Ordensverwalter. Der Tollitäten, da haben wir auch zwei Damen für abgestellt, weil die haben doch ganz schön schwer zu tragen an der Last der Orden. Ja, ja, vielen Dank. Nochmal eine Frage an euch beide. Ihr kommt viel rum, ihr seid selbst viele Jahre im Elverrat gewesen, habt das beobachtet. Was hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert an der Fastnacht? Kann man das irgendwie benennen? Also die Traditionen gibt es teilweise noch, aber es hat sich schon dahingehend geändert, dass leider sehr wenige Redner noch auf der Bühne sind. Es geht eher in Richtung Party machen, Stimmungsmusik und so weiter. Und wir als Narrenzunft Gelb-Rot versuchen eigentlich wieder zu den Wurzeln zurückzukommen und auch mehr Redner auf unsere Sitzung zu bekommen. Die Rheinzeitung hat geschrieben, es fehlt im Kohlenser Karneval ein wenig an der närrischen Boshaftigkeit. Sind wir alle zu lieb miteinander? Also lieb sollten wir auf jeden Fall miteinander sein. Ganz wichtig, wäre ja sonst schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja, das ist halt der politische Teil, der früher deutlich mehr vertreten war bei den Reden. Der ist im Moment etwas weggefallen, aber wir haben die Hoffnung, dass er vielleicht auch wieder etwas mehr auflebt. Ja, nun, wir haben ja auch gesagt, wir sind so die Mischung ein bisschen aus Mainz und Köln. Die Kölner haben einfach mehr Spaß und die Mainzer haben die geschliffenen hochpolitischen Vorträge. Politische Ereignisse haben wir natürlich im Koblenzer Karneval auch. Ich erinnere mich an viele Protokollanten, die auf solchen Sitzungen die ersten schweren, unangenehmen Positionen haben, nicht? Die dann das mit sehr viel Witz zum Teil machen. Gibt es auch Tabuthemen im Karneval? Ja, Tabuthemen, es gibt bestimmte Tabuthemen, über die man nicht sprechen sollte, aber man will ja eigentlich lokalpolitisch bleiben, hier in dem Bereich und nicht weltpolitisch. Das Problem ist natürlich bei den modernen Medien heutzutage, das wird alles so schnell umgeschlagen etc. Früher konnte man die Sachen mal in Ruhe sammeln. Heutzutage, wenn irgendwas gestern gebracht worden ist, ist morgen absolut unaktuell, das vergisst man wieder. Man geht heute eigentlich, was jetzt diese Kritik oder diese Ideen an der Politik, lebt man mehr im Wagenbau aus. Also wenn man mal sieht, die Wagen am Rosenmontagsumzug, die haben immer mit irgendwelchen lokalpolitischen Themen zu tun, wo was aufgegriffen wird und wo man das bildlich und formell und technisch wieder darstellt, um zu zeigen, Leute, das hätte man anders machen können oder hier ist Geld verschwendet worden oder wie auch immer. Und dann, sagen wir mal, nochmal dem Stadtrat oder wie man auch immer so eine Art Till-Eulenspiegel vor das Gesicht zu halten, hat natürlich auch eine bessere Wirkung. Erstens sieht man es länger, denn ein Vortrag, den hört man und dann vergisst man ihn schnell wieder und das ist natürlich länger im Gesicht. Aber was natürlich auch das Problem bei den Rednern ist, der Nachwuchs, der fehlt natürlich heutzutage, wo junge Leute eigentlich in die Bütt gehen. Es gibt zwar extra, was vor einigen Jahren mal gegründet worden ist, ein Workshop, wo so junge Leute unterstützt werden, aber leider wird er nicht so angenommen, wie wir das gerne hätten. Natürlich haben auch viele junge Leute ein bisschen Angst, auf die Bühne oben hinzugehen, wenn man einen riesen Saal vor sich hat und da ist man am Arbeiten dran. Mhm. Es gibt ja so ein paar Tendenzen auch in den Karnevalszügen, Stichwort Nachtumzug oder ich weiß es von Waldesch, wo dann auch so richtige Techno-Wagen wie Love Parade mitfahren mit Nebel und Gedöns. Das ist in Koblenz noch nicht so, glaube ich. Nein, dafür gibt es ja Gott sei Dank die AKK. Und die AKK bestimmt, wer mitfahren darf, weil wir wollen ja irgendwo ein bestimmtes Niveau auch halten. Und dementsprechend wird da schon darauf geachtet, welche Gruppen mitlaufen und welche Wagen mitfahren. Da gibt es also auch Auflagen. Einmal von der Thematik her, die dürften also auch nicht zu schlüpfrig sein, wenn man das so sagen darf. Wir wollen auch keinen Ballermannzug haben oder sowas in der Richtung. Es soll also karnevalistisch sein, gar keine Frage. Und natürlich ganz, ganz wichtig ist, die Leute, die mitlaufen, müssen sich auch benehmen. Das heißt, wenn da eine Gruppe meint, sie können jetzt hier richtig schön die Tassen hochheben, die waren das letzte Mal da gewesen, das hatten wir jetzt mal im Fall gehabt. Die dürfen dann im nächsten Jahr nicht mehr mitlaufen. Und wenn man bedenkt, unser Zug hat eine Strecke von ungefähr 6 Kilometer und der ist sehr gut gefüllt. Wir haben 10.000 aktive Karnevalisten in Koblenz, das ist sehr, sehr viel. Und die möchten am liebsten auch zum größten Teil mitlaufen. Da kann man sich vorstellen, was das für ein
Organisation ist so, einen Zug zu organisieren, und wir haben da Spezialisten, die sich darum kümmern, dass es alles reibungslos läuft, was nicht immer einfach ist. Da gehört auch die Sicherheit am Wegerand dazu, etc. etc. Und die Auflagen werden auch von Jahr zu Jahr stärker. Herr von der Bank, wissen Sie schon, wo Sie den Zug anschauen werden dieses Jahr? Ja, also wie gesagt, ich werde mehrere Züge anschauen, nämlich, das ist bei mir inzwischen Tradition, mehrere, zwar weil ich, seitdem ich beim Karnevalsmuseum, gelte ich in meiner gesamten Bekanntschaft und Verwandtschaft des Karnevals Experte. Ja. Heißt, die kommen alle immer zu Besuch und wollen dann sozusagen rumgeführt werden. Das heißt, ich darf immer mehrere Fedelzöche und dann natürlich auch den Kölner Zug oder Bonner und jetzt auch den Koblenzer, denn ich habe auch fest vor, mich hier also auch zu integrieren, nicht? Und nicht nur außen stehen zu bleiben. Also ich denke, ich werde auch mal hier mich in Koblenz da am Wegesrand zu sehen, wie es hier in Koblenz ist. Letztes Jahr habe ich, wie gesagt, Köln und Bonn gehabt. Jetzt kommt Koblenz hinzu. Jetzt werde ich also drei Städte jetzt erleben. Ja, hier kommt eine Durchsage. Ich habe eine Frage. Was macht ihr mit den vielen Geschenken, die ihr so im Laufe der Zeit bekommt? Also es ist so, man bekommt sicherlich Geschenke, aber wir haben ja beide eine Charity-Aktion und wir fanden es beide ganz toll, dass viele Vereine mittlerweile schon von den Geschenken weg sind und eher eine Spende überreichen für unsere Charity-Aktion. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ich habe nämlich ein kleines Geschenk für euch. Wenn ich den Geldwert jetzt spenden würde, da hätte wahrscheinlich niemand was davon. Aber wenn ich euch das als Andenken mitgebe, erinnert ihr euch vielleicht dran? Gemäß dem Motto unserer Sendung, ein Kaffee mit. Und vielleicht könnt ihr ja dann auch später einmal in aller Ruhe im Büro dran denken. Ihnen natürlich auch eine Tasse. Für Sie habe ich auch noch eine. Wenn wir schon Karneval haben, das allerletzte sollte sein, ein Witz oder irgendetwas Gereimtes oder... Ja, etwas Gereimtes nicht, aber wir haben ja heute Tonitäten zu Besuch gehabt. Wir sind ja auf unserer, ich würde sagen, Promotion-Tour, aber auf Tour mit den Tonitäten. Und was gibt es anderes, als den Schlachtruf auszustellen? Auf die Tonitäten, auf die Koblenzer Fasnacht, auf den offenen Kanal. Ein dreifach donnerndes Koblenz, offener Kanal, Tonitäten. Ganz herzlichen Dank. Ihnen eine wunderschöne Session, einen guten Nachhauseweg für heute und ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Wir hätten jetzt noch eine Stunde weitermachen.